das Programm, spätes Quartett von Ludwig van Beethoven, gekoppelt oder gegenübergestellt mit neuen Werken, war in diesem Fall ein sehr interessantes, weil das Quartett von Beethoven schon eines der modernsten seiner Stücke ist. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, wir haben das Opus 130 bis jetzt immer mit der großen Fuge gespielt. Ein bisschen aus puristischen Gründen, oder? Das heute war aber jetzt die Prämisse, spielt doch mit dem alternativen Finale. Und wenn man es so spielt, dann verändert sich das ganze Werk. Und das war für uns eine große Überraschung. Ich würde es eigentlich, dieses Quartett, als ein Divertimento im alten Stil bezeichnen, also ein Unterhaltungsstück. Es hat sehr viel mit Erinnerung zu tun. Erinnerung ist abstrakt, aber dann ich versuche diese abstrakten Bilder von mir ein bisschen musikalisch zu konkretisieren. Zum Beispiel die Wiederholung eines bestimmten metrischen Puls am Anfang ist eine Darstellung eines tickenden Zeigers. Oder das Blinzeln der Augen. Und dieser Puls fungiert in meiner klanglichen Vorstellung als Wipfner der Erinnerung an die Vergangenheit. Und dann kommen die drei unterschiedlichen Erinnerungen, also Episoden. Für mich generell für meine Komposition ist eine Struktur oder Konstruktion schon wichtig. Und was aber noch wichtiger ist, was ich zwischen den Konstruktionen oder die unterschiedlichen Momenten wahrnehme und was kann ich dadurch betonen, dadurch sagen. Also das ist viel wichtiger. Aber dann dieser Kontrast zwischen den Momenten, so was Konstruktionen ist schon eine wichtige Aufgabe für mich. Sie ist eine mathematisch denkende Komponistin. Und sie hat eine unglaubliche Klarheit. Sie kommt ursprünglich aus dem seriellen Komponieren, hat das später abgestreift und sie beschreibt ihre Schreibweise als topologisch heutzutage. Ich habe später verstanden, wie ihre Musik funktioniert, als ich es begriffen habe, dass sie eigentlich in Flussgeschwindigkeiten denkt. Das kann man sich so vorstellen, wenn man im Bahnhof steht. Und man bleibt einfach stehen und man sieht die Leute rund um einen, und die laufen um dich rum, manche schnell, manche langsam, und man sieht, umgehen dich so. Und genauso ist ihre Musik. Es ist ganz anarchistische Kammermusik. Jede Stimme hat ihre eigene Funktion. Er beschäftigt sich mit Obertönen, was ja bei Streichern eine andauernde Arbeit ist. Wir arbeiten andauernd mit unseren Obertonspektren und ganz, es war wie ein Exercise am Anfang. Wir mussten eine ganz neue Technik lernen. Ging es aber relativ schnell weiter, weil in diesem Exercise blieb er nicht stecken und da war ich auch wieder sehr beeindruckt von ihm, weil er doch eine musikalische und nicht eine technische Vorstellung einforderte. Er hat diese absolute Langsamkeit der Bewegung und er hat die Dauern ganz aufmerksam unterteilt. Aber eine Dauer, die so langsam ist, nur, dass man sie nur noch zählen kann.
Wir haben dann gesagt, nicht mehr zählen. Einfach nur aufatmen. Wir haben also versucht, über seine Partitur hinaus, wir haben Ausdauer, Ausatmungsgeschwindigkeiten zelebriert. Und das hat uns geholfen. Und schlussendlich kommt man nach diesem Stück in eine absolute Stille rein, die daneben eine Cavatina von Beethoven, der emotionale Höhepunkt des Konzertes. Und das hat uns die neue Musik erlaubt. Natürlich haben wir gemerkt, das war ein sehr großer Brocken, den wir da uns vorgenommen haben. Aber wir haben eigentlich Glück gehabt. Denn dieses Gegenüberstellen ohne Pausen hat sowohl Beethoven bestärkt, als auch die neue Musik, also diese drei neuen Stücke, in ganz neuem Licht gezeigt. Das Konzert, also die Stimmung vom Konzert, war auch so, hat mir einen unglaublich unvergesslichen Eindruck gegeben. Und das wurde jetzt mir eine neue Erinnerung gegeben.